Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Teil 5 Skyrim. Wir sind unterwegs nach Weißlauf, um dort mal ein bisschen Geld auszugeben, nämlich ein Haus zu kaufen. Wir könnten es auch irgendwo anders kaufen, aber ich dachte, komm, ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren und schauen, wie das denn so funktioniert, weil ich das noch nie gemacht habe, in Weißlauf ein Haus zu kaufen, also ein Haus selbst zu bauen, weil dann werden wir wahrscheinlich entweder das Grundstück kaufen und es uns selbst bauen. Oder wir kriegen tatsächlich ein Haus. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das möchte ich halt eben mal ausprobieren. Und ja, wenn euch gefällt, was ich tue, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, seid herzlich eingeladen. Und ja, Glocke betätigen, dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, hier wird wieder nach Raum gefahndet. Und wir gehen jetzt einmal hier lang. Soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Das geht jetzt hier so lange weiter. Die werden uns immer wieder auf der Karte begegnen, bis wir die Rotwardonin in Weißlauf gefunden haben. Könnten wir bei Gelegenheit auch mal machen. Wenn wir schon gerade mal auf dem Weg dahin sind, dann können wir es auch gerne schon mal vorantreiben. Ja, und jetzt sehen wir so langsam... So langsam, wie sich jetzt, wie wir ein bisschen weiter nach Süden kommen. Und sofort löst sich auch der Schnee auf. Und ja, jetzt geht's also Richtung Weißlauf. Da sehen wir auch schon die ersten. Nach da hinten ist doch die Drachenfeste. Sehen wir irgendwo da vorne, sehen wir auf jeden Fall Mammuts. Mammuts, wie auch immer. Und irgendwo sind hier auch entsprechend die Riesen. So. Jetzt bezahlt ihr. Da ist noch einer. Noch irgendetwas. Noch ein Wolf. Okay. Gut. Dann. Oh, eine Distel. Irgendwas Neues. Das nehmen wir mit. Ihr braucht etwas? Nö, gerade nicht. Tundra-Baumwolle. Okay, mal gucken. Vielleicht kriegen wir davon ja auch wieder ein bisschen was mehr erforscht in Sachen Zaubertränke. Nehmen wir einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Gerade von den Sachen, die wir jetzt noch nicht so oft haben. Ach, guck mal. Gestern habe ich gesehen, wie ein Drache über der Stadt flog. Wie es aussah, war er auf dem Weg nach Nordosten in Richtung Schurspitze. Schurspitze. Lavendel. Auch das haben wir ja nicht so oft. Ja, und so kriegen wir jetzt natürlich auch Informationen darüber, wie oder wo sich dann diese Drachenhorte befinden. Genau.
Wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, dann sehen wir, irgendwo hier muss die Schurspitze sein. Da. Die ist auch schon so eingefärbt, als wäre ich das schon gewesen. Das ist witzig. Also, das ist auf jeden Fall eines der... Ah, das könnte... Obwohl, nee, das war weiter südlich. Ja, jedenfalls gilt es auch, dort einen Drachen zu besiegen. Und irgendwann werden wir auch weiter Höhlen erforschen müssen, um eben auch die geeigneten Worte der Macht zu lernen. Sozusagen Drachensprache zu lernen. So, hier gibt es auf jeden Fall viel Lavendel. Nehmen wir alles mit. Na gut, will's nicht, dann muss auch nicht. Gut, jetzt dürften wir eigentlich da sein. Da sehe ich noch, höre ich noch irgendwo einen Nirnwurz und den würde ich dann jetzt auch ganz gerne mitnehmen. Wo ist er denn? Da vorne haben wir Lehm. Eine Lehmgrube, genau. Ach, da ist er doch. Genau, okay, gut. Haben wir das auch mitgenommen? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrechs Jungs zu töten. Okay, also jetzt sind wir also wieder zurück in Weißlauf und ja, was tun wir? Also ich werde auf jeden Fall erstmal zur Drachenfeste gehen, vielleicht nochmal den Alchemietisch bemühen, denn wir haben jetzt noch eine ganze Menge dazugelernt. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesgilde... Ja, genau. Diebesgilde könnten wir auch nochmal. Können wir nochmal nach Rifton gehen. Durchaus auch eine Möglichkeit. Wieder die falsche Taste gedrückt. Gott sei Dank war niemand in der Nähe. So, da sind wir wieder zurück. Lang war der Weg, aber es hat uns auf jeden Fall zwei weitere Punkte in der Schnellreise gebracht. Von daher, glaube ich, hat es sich doch gelohnt. Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich.
Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja! Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmenden unterstützen wollen. So, da wären wir. Und ja, ich will jetzt nicht... Ah, Moment. Wir könnten noch Seelensteine mitnehmen. Ja, würde ich ganz gerne tun, weil wir haben auch den einen oder... Hat Kühneshain angegriffen? Aber warum? Warum diesen Ort? Ist denn keine sichere Zukunft? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Damit ich das Kaufmann. Es ist einfach nicht möglich, in Skyrim zu kommentieren, wenn man in der Stadt ist. Funktioniert einfach nicht. Vor allem nicht am Tag. Apropos, wir könnten auch erstmal schlafen gehen. Wenn wir jetzt eh schon im Haus sind, dann könnten wir auch mal schlafen gehen. So. Na, guck mal. Ihr seid zu Hause. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Ich hoffe, es gefällt euch. Eine Todesglockenblume. Vielen Dank. Cool. So, wir gehen erstmal ins Bett und werden ja, so 12 Stunden schlafen. Ne? Sind ja auch nicht mehr der Jüngste, da muss man ein bisschen mehr schlafen. So, wenn ihr euch fragt, warum ich nichts mehr vorlese... Ich habe nichts mehr vorzulesen. Ihr schreibt einfach zu wenig Kommentare. Also schreibt mir gerne, was ihr so denkt und glaubt. Und Welt ist ganz schön gemein. Sie bestimmt im. Dann kann Papa. Ich gerne drauf eingehen. So, ich habe jetzt natürlich wieder die Seelensteine vergessen. Was man nicht im Kopf hat. Vorsichtig! Makel, nee, Quatsch, die habe ich nämlich hier reingepackt, weil sie nämlich auch indirekt die Schmiedekunst betreffen. Also wir haben einen kleinen Seelenstein mit schwacher Seele. Winziger Seelenstein mit armseliger Seele. Ich würde die eigentlich schon ganz gerne alle mitnehmen, ne? Aber es bringt uns noch nichts. Wir können sie noch nicht füllen. Deswegen lassen wir die auch erstmal hier. Genau. Oh, was ist passiert? Ach, apropos, gut, dass ich dich treffe. Ich habe hier einige gute Stücke, okay. Wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ah, okay. Hier ist noch nicht geöffnet. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade? 8.20 Uhr. Ja. Stündchen warten dürfte reichen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied okay. In Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Die besten ja, Waffenrüstung. Immer noch. So, Waffen. Was haben wir denn hier? Orkischer Streitkolben des Donnerkeils. Und warum sagt mir keiner, dass ich das Ding habe? Das Ziel leidet 20 Punkte Blitzschaden. Boah. Das ist gar nicht mal so schlecht. Den will man eigentlich nicht zerstören, ne? Also den auf jeden Fall verkaufen. Stahldolch geht weg. Und sonst haben wir eigentlich nur Bogen und die passenden Pfeile. Gut, die Spitzhacke, ne? So, beschlagene Rüstung, Eisenschild. Ich verkaufe sie. Weil ich mir das selber irgendwann sowieso schmieden werde. Oh, 10.000, cool. Also wie gesagt, ich werde mir das irgendwann selbst schmieden. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Danke. Und bringt mir Skills in Sachen Schmiedekunst und ist günstiger. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Also eigentlich nicht günstiger.
Das ist eigentlich Quatsch, weil ich habe sie ja bekommen. Von daher. So, wie viel habe ich denn jetzt? 20 Leder habe ich. So, lasse ich jetzt mal auf 10. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den... Ja? So, Leder und Lederstreifen, das lassen wir jetzt mal zurück. Eisenerz. Legen wir mal alles ab. Granatstein geht woanders hin. Leder geht weg. Lederstreifen gehen weg. 40 haben wir jetzt. Ich glaube, das reicht dann jetzt auch. Ziegenfell hätten wir noch eigentlich verarbeiten können, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber lege ich einfach mal alles ab. Und genau. Ja, was mache ich jetzt mit meiner Waffe hier? Ich glaube, ich werde sie trotzdem... Aber das ist ja auch 22 Schaden. Dann kann ich ihn auch wieder, kann ich ihn auch entsprechend entzaubern. Wird mir zwar nicht viel bringen, glaube ich, aber ich muss halt wirklich gerade Verzauberung lernen. Und ja, vielleicht kann ich dann auch... Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Könnten wir eventuell mal schauen... Ob wir dann schon eine Waffe bezaubern können. Aber wie gesagt, es wird uns noch nicht viel bringen, weil wir noch den Zauberer, den entsprechenden Zauber nicht haben, um die Seelensteine zu füllen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. So. Okay, dann versuchen wir es jetzt erstmal mit der Verzauberung. So. Entzaubern. Schwarze Magierrobe. Entzaubern wir. Du hast die Magiker-Regeneration verstärken Verzauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Und da geht Verzauberung auch schon hoch. Orkischer Streitkolben des Donnerkeils. Auch den entzaubern wir. Da haben wir jetzt erstmal nichts. Wir haben den Gegenstand. Wir könnten den Stahlstreitkolben einmal auswählen. Verzauberung wäre Blitzschlag, Magikerschaden. Wir nehmen mal den Blitzschaden. Genau, jetzt kann ich hier auch auswählen, wie stark ich es haben möchte. Und nehmen wir den Seelenstein. Nehmen wir mal den kleinen Seelenstein. Und dann... Ist es nicht faszinierend, wie bestimmte Materialien schwächer oder stärker auf die Kraft des Blitzes reagieren? Was haben wir noch? Wir könnten die Lederkundschafterrüstung... Vielleicht haben wir dafür auch ein paar Sachen, die wir... Magiker-Regeneration verstärken. Das hört sich doch gut an, ja. Verstärkt sich um 1%. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Aber wir könnten immerhin, wenn wir wollten. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Können wir sonst noch irgendwas verzaubern? Vielleicht können wir ja das Ganze eigentlich können wir verzaubern, ne? Dann kriegen wir halt gebündelt. Ein bisschen was mit. Geht auch gerade einfach nur darum, um wirklich Verzauberung zu erlernen, damit wir ein bisschen besser zurande kommen. Und da geht es auch gleich jetzt wieder eine Stufe hoch.
In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Sehr gut. Perfekt. Ach ja, Alchemie. Okay, dann machen wir jetzt mal, schauen wir jetzt mal. Gesundheit. Verzauberung. Ja, also da haben wir jetzt schon echt gut dazugelernt. Schmiedekunst. Einhändig. Erfordert 60. Gemetzel, das ist mit Kriegsäxten. Das würde ich vielleicht erst dann pushen wollen, wenn ich wirklich auch eine Kriegsaxt brauche. Was ich vielleicht machen könnte, ist Streitkolben. Den benutzen wir gerade, aber da brauche ich auch erst wieder 60 für. Angriffe mit Schwertern, das ist auch nicht wirklich etwas, was ich machen möchte. Wie sieht es denn mit der leichten Rüstung aus? Erfordert 40. Sind wir jetzt auch noch nicht so weit. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir das doch einfach gerade und gehen mal in Richtung Verzauberung. So, dann sind die neuen Verzauberungen 20% wirkungsvoller. Und den zweiten könnten wir dann auch bald hinterher schieben. Dann gehen wir als nächstes zum... In der Magie wohnt eine gewisse Ruhe, meint ihr nicht? Sie ist eine einfache Energie, kontrolliert von denen, die das Wissen und den Willen dazu besitzen. Mhm. So. Ach so, ich war jetzt hier, ne? Ja, genau. Kriechranke. Ist fehlgeschlagen. Ist auch fehlgeschlagen. Todesglockenblume. Ah ne, da gibt es ja schon einen Effekt drauf. Und sonst, glaube ich, ist hier alles soweit durch. Dann der blaue Schmetterlingsflügel. Achso, Moment mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, einen Denkfehler gehabt. Denn ich glaube, ich muss einmal hier drauf drücken. Dann kriege ich den Zaubertrank mitgeteilt. Hier habe ich jetzt nämlich Unknown Effekt. Ist leider fehlgeschlagen. Genau, sonst haben wir hier nichts mehr. Dann die blauen Schmetterlingsflügel. Feuersalze. Fehlgeschlagen. Schneebären. Das gibt's schon. Gibt's auch schon. Gibt's auch schon. Okay, dann als nächstes den Drachenbaum. Gibt's schon. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Auch nichts. Redekunst verstärken, cool. Und die Violette, das ist fehlgeschlagen. Dann haben wir noch eine Kriechranke.
fehlschlagen. Lavendel. Haben wir schon. Gibt's schon. Und das haben wir schon. So. Fehlgeschlagen. Tundrawonne. Gibt's schon. Gibt's schon. Und das gibt's anscheinend auch schon alles. Gut. Alchemie beenden. Dann haben wir das soweit schon mal abgeschlossen. Absurd, dass wir in diesem Skeva-Loch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Okay, dann muss ich jetzt noch mal eben kurz mit dem Vogt sprechen. Das sitzt da, ja. Ich diene Jarl Balk. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Ich möchte ein Gut außerhalb der Stadt kaufen. Helfen? Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Besuche das Tundragut, dein neues Anwesen. Okay, das scheint jetzt tatsächlich genießt euren Besuch in Drachenfest. Noch nicht das Grundstück zu sein, das wir haben wollten. Aber das werden wir jetzt zuallererst mal machen. Denn irgendwas scheine ich jetzt gekauft zu haben. Dann schauen wir einfach mal in die Quests. Gibt's auf der Karte irgendwas? Ach, Moment, Verschiedenes. Natürlich Verschiedenes. So. Verschiedenes. Tundragut. Das ist es also. Also, okay. Ich hab gesehen, dass es da ist. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch, was das zu bedeuten hat. Dann gehen wir da jetzt eben mal kurz hin. Und es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Und ich fürchte, dass wir da wieder zum Jarl zurück müssen und das einrichten. Ich hoffe nicht, dass wir da irgendwo was vorfinden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, da musste ich kurz husten. Kurzer Schnitt. Weiter geht's. So. Dann verlassen wir mal wieder die sicheren Mauern von Weißlauf. Mal schauen, welches Haus ich als nächstes erwerben werde. Oder welches Grundstück. Denke so ein bisschen über den über das Grundstück in Falkenring nach. Oder von Dämmerstern. Das ist tatsächlich auch ziemlich nett. Da müssen wir aber erstmal ein paar Questreihen für erledigen, damit wir das beanspruchen können. Aber das können wir in den nächsten Folgen auch mal angehen, dass wir so ein bisschen woanders unterwegs sind, als jetzt immer nur ein Weißlauf. Und, aber zunächst mal würde ich ganz gerne wissen, ob wir mit dem Tundragut noch irgendwas anstellen können. Witzig wäre ja, wenn wir da irgendwie Geld mit verdienen könnten. Ähnlich wie jetzt beispielsweise so eine Metbrauerei.
Ich glaube, das ist das Anwesen, oder? Das war eben nicht da. Ja, das wird sein. Das wird sein. Ja, cool. Und hier ist auch tatsächlich alles vorhanden. Das finde ich mega nett. Hier ist eine Schmiede. Ziegenhorn. Mega cool. Hier ist ein bisschen Erz. Korundum-Erz. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gehen wir doch mal rein. Tundragut entdeckt. Was steht hier? Gut zu verkaufen. Gut zu verkaufen. Dieses Heim und sein Umland stehen zum Verkauf. Ich habe viele Abenteuer in Himmelsrand erlebt, doch jetzt muss ich diese geschätzten Lande verlassen, fürchte ich. Der Krieg macht unser aller Leben schwer, doch ich befürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Ich habe den Vogt von Drachen in Drachenfeste mit dem Verkauf meines Guts beauftragt. Bei Interesse meldet euch bei ihm. So, dann mal rein in die gute Stube. Und das sieht doch nett aus. Das sieht doch richtig nett aus. Schein von Akatosh. Schrein von Akatosh. Was ich aber auch finde, ist, dass man merkt, dass es nachträglich hinzugefügt wurde. Das, finde ich, merkt man mit dem Teppich und so und allem. Also das, ich finde, das sieht schon sehr, sehr intensiver ausgerüstet auch. Aus dieses Glas hier. Und da kann man tatsächlich schon reinschauen. Also ich finde, man merkt, auch der Schreibtisch hier, man merkt, dass es wirklich Kana Verzauberer. Sehr gut. Sehr gut. Und wir haben sogar einen Keller. Auch der ist schon komplett eingerichtet. Cool. Ja, werden wir sicherlich nach und nach alles füllen. Hier ist, glaube ich, ja, hier sind nur Bücher drin. Ja, coole Sache. Gut. Aber ich muss sagen, ich freue mich mehr darauf, so ein Haus zu bauen. Das habe ich früher mal mega gern gemacht. Und so groß sieht es ja auch jetzt gar nicht aus, ne? Muss man auch mal sagen. Hoch geht's auch nicht. Also so ein kleines, gemütliches Häuschen sieht mega hübsch aus. Aber wie schon gesagt, ich glaube, dass das, oder ich finde, man sieht, dass es nachträglich ins Spiel gekommen ist mit einem DLC. Kann man hier noch andere Sachen mitnehmen? Tatsache. Ja, witzig gemacht. Witzig gemacht. Oh, hier haben wir noch einen großen Seelenstein und einen kleinen Seelenstein. Seelensteinfragment. Verzauberung nochmal auf 27 gebracht. Sehr gut. Okay. Oh, hier ist auch noch ganz viel. Cool, cool, cool. Nee, das gefällt mir auf jeden Fall. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Und ja, was können wir als nächstes tun? Vielleicht schauen wir noch mal, was wir so an Aufträgen haben.
Machtverhältnis. Besiege den Anführer der Verführerbanditen. Triff Delfin in Schlusswald. Bringe das Horn zu Arngeier. Triff dich bei Nacht mit Skjord. Das könnten wir auch nochmal machen. Oder wir machen einfach mal das hier. Denn ich glaube, das ist, ja, so fast in der Nähe. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen abseits der Wege. Ich denke mal, weit ist es nicht. Oder vielleicht ist es doch ein bisschen länger, ein bisschen weiter. Sei es drum. Ich glaube, es macht kaum einen Unterschied, ob wir jetzt auf dem Weg gehen oder daneben. Hier ist nur jede Menge Zeug noch. Oh. Verschollene Legenden. Das ist cool, dass wir hier sowas finden. Ja, aber bringt uns jetzt auch gerade nicht weiter. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht so ein bisschen Zeug mitgebracht oder kriegen können. Womit wir vielleicht auch Zwergenrüstung schmieden können. Aber tatsächlich nicht. Gut, dann geht's weiter. Oh. Upsi. Entschuldigung. So, aber jetzt dürfte es bald soweit sein. Da hinten sehe ich doch schon die kaiserliche Armee. Wobei, wir könnten vielleicht noch mal ganz kurz die Notiz lesen. Da, Notiz der zwielichtigen Wache. Dann haben wir es auf jeden Fall getan. Finde in Weißlauf Hinweise auf die Karawanen. Okay. Telvanni hat uns die Fracht am Kontrollpunkt übergeben. Die Leute wirkten ein wenig nervös, haben aber keine Einzelheiten genannt. Nur, dass sie von Zwergmaschinen angegriffen wurden. Ein Haufen nichtsnutziger Trottel, alle miteinander. Außerdem gab es einen Überraschungsbesuch von der Hlalu Karawane. Die gesamte Mannschaft war ein eigenartiger Haufen. Eher Gelehrte und Bauern als Krieger, würde ich sagen. Aber ein paar waren genau mein Typ. Ich wollte ein Gespräch mit einer feschen, schwarzhaarigen Dame anfangen, doch ihre sinnlichen roten Augen waren nur auf die Fracht fixiert, als sie übergeben wurde. Auf jeden Fall ist das Hauptpaket gesichert, allerdings gibt es die Befürchtung, dass es beim Transport beschädigt wurde. Seltsamerweise schien der Lalu-Hauptmann darüber nicht allzu besorgt zu sein. Er und der Boss haben sich eine Zeit lang allein unterhalten. Ich versuchte nochmal mein Glück bei dem schwarzhaarigen Weibsbild und sie nannte mir ihren Namen. Veline. Sie fragte, ob mein Hauptmann Inidos beim nächsten Kontrollpunkt wäre. Ich sagte nein, in Wahrheit wusste ich es aber nicht einmal. Keine Ahnung, warum sie das überhaupt interessierte. Schließlich ist ihre Fracht eine Attrappe. Das echte Paket geht beim nächsten Halt an Indoril. Wie ich hörte, könnten wir nach der Auslieferung ein paar Tage in Weißlauf Halt machen, um uns auszuruhen. Der Hauptmann der Indoril-Karawane ist in
ist ein Nord und hat erwähnt, dass er der Halle der Toten einen Besuch abstatten wollte. Kein Problem, ich werde die Taverne besuchen. Hoffentlich bekomme ich die Gelegenheit, der süßen kleinen Verline ein Getränk zu spendieren. Also, da wissen wir schon mal, was wir zu tun haben. Einfach nach Weißlauf gehen und dann schauen, ob wir da ein bisschen was mehr über die Karawane und ihre Fracht erfahren. Aber jetzt erstmal Kaiserliche. Wie sieht es aus? Gut, euch zu sehen. Ich wusste doch, dass aus euch noch ein echter Soldat wird. Ich bin froh, dass ihr da drinnen bei mir sein werdet. Mir gefällt es hier nicht und ich rede nicht von den Sturmmänteln. Wovon redet ihr? Diese alten Ruinen. Sie wollen uns hier nicht, die Uralten. Wir sollten uns lieber fernhalten. Aber reißen wir uns am Riemen. Wir sind die Soldaten des Kaisers. Wir tun unsere Pflicht, egal was sich uns in den Weg stellt. Hab ich recht? Die Sturmmäntel hatten ihr Lager vor dem Eingang schon aufgeschlagen, als wir hier eintrafen. Sie wissen allerdings noch nicht, dass wir schon hier sind. Naja, zumindest etwas. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal, wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Folgt mir. Bringe die Zackenkrone in dein Besitz. Diese Sturmmäntel sind aus demselben Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone, aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Ich weiß, dass einige von euch Bekannte auf der anderen Seite haben, aber denkt daran. Sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir auch tun. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte Soldaten aussehen. Jo, da war los. Mach rein die gute Schuhe. Upsi. Ich musste bei den Übungskämpfen schon Schlimmeres einstecken. Noch jemand? Bandit. Ah ja, da geht's rein. Gemacht. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber unterschätzt die Sturmmäntel nicht. Viele von ihnen sind Veteranen der Armee. Sie sind zwar Verräter, aber sie wissen, wie man kämpft. Dieses Mal konnten wir sie überraschen, aber das wird nicht immer so sein. Gehen wir weiter. Was sehen denn meine Augen da? Oh, veredelter Mondstein. Nehmen wir alles mit. Alle bereit? Wir greifen auf mein Zeichen an. Mach dir mal, ich... Das sieht ja gut aus. Schuppenhelm. Hm. Oh, nehmen wir es mal mit. Bisschen Gold. Ihr beiden bleibt und bewacht den Eingang. Wir wollen nicht von Sturmmantel-Nachschubtruppen überrascht werden. Alle anderen kommen mit mir.
So, und wie das weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.